Ladies and Gentlemen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Dienstlachener Talkshow Das Maß ist voll. Namen zusammen. Namen. Seid ihr kalt? Wollt ihr rein? Ja. Wollt ihr was Warmes trinken? Ja. Okay, dann lassen wir sie raus. Kindersicherung. Da ist sie, Regina Halmich, herzlich willkommen in Dienstlaken. Schön, dass du da bist. Hallo. Manni und Datei aus Lohberg, danke dir. Und ganz kleiner, Tobias Reinhardt. Schön, herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie auch diesmal wieder im ausverkauften Maß begrüßen zu dürfen. Und wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Und nun begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Ihren Moderator Roland Donner. Ja, oh wei, oh wei, oh wei. Oh, ist ja kaum ein Durchkommen. Ist ja kaum ein Durchkommen. Halleluja. Alter Falter. Melvin, bist du bereit? Ja? Also, das Maß ist voll. Also wie ihr seht, ich habe jetzt noch eine kleine Diskussion zum Inhalt gehabt mit unserem Talkgast. Für die Kamera, mal für den Nebenraum. Also, es war hart, aber wir haben uns geeinigt. Regina ist letztendlich doch eine Nette. Nachdem ich nachgegeben habe. Und jetzt hört sich schon ein bisschen besser an. Passt es? Weil meinst du, welcher Song jetzt kommt? Ist ja klar, oder? Und nochmal? Könnt ihr den Refrain? Ich zähle auf euch, okay? Willkommen, liebe Leute, hier bei Wilhelm Maas. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen heute Spaß. Ab jetzt mit neuer Führung, wie kommen wir hier zurecht? Doch wenn ich mich so umschau, das läuft doch gar nicht schlecht, oder? Dam, 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 alles läuft so, wie es soll. Wahnsinn, so gut wart ihr noch nie, direkt beim allerersten Mal, ist der Hammer. Melvin Schulz, genannt Melningmann, was trinkst du, mein Lieber? Ein Weizen. Ein Weizen, super. Und ich hätte gerne ein altes Bier und so eine Cola Light, das wäre mir am allerliebsten. Gut, aber ich hab mich wirklich für diesen Abend auch versucht sportlich vorzubereiten. Ja? Ich war also heute war ich 2 Stunden auf dem Laufband, 2 Stunden und zwar nonstop. Ich muss euch sagen, ich war nass geschwitzt und es war super, ich habe keinen Muskelkater und ich habe gesagt, morgen mache ich das Ding auch an. Also, ja. Gut, ich freue mich zum 12. Mal, das Maß ist voll. Und ich würde ganz kurz nochmal den Gerd Goch und den Axel nach vorne rufen. Und der Ludger ist heute leider nicht da. Aber die würde ich jetzt ganz kurz nach vorne mal bitten, ja. Denn ich habe nämlich nach der... Ah, schön. Komm am besten nach da. So, ich habe einen kleinen Bilderrahmen für euch entwickelt für die neuen Pächter von Roland Donner. Und das ist jetzt ein kleiner Zusammenschluss, eine Collage von den Hinterliegenden, und zwar mit Hans und Inge. Wo sind Hans und Inge? Die sind auch da hinten. Seid herzlich willkommen, und das sind einfach unsere Talkgäste gewesen, von Promi bis kreativ, bis Talent, bis ehrenamtlich, und das würde ich euch gerne überreichen. Das könnt ihr aufhängen, und ich hoffe, da werden noch viele andere Prominente dazukommen. Herzlich willkommen hier, und ich glaube, es geht genauso schön weiter wie sonst auch. Grüß den Ludger und wir sehen uns. Na? Danke vielmals. Ja, und bevor wir jetzt zu unserem ersten prominenten Talkgast kommen, möchte ich noch etwas loswerden. Und zwar 12-mal das Maß ist voll. Hier einmal unter der Leitung mit Hans und mit Inge und natürlich auch mit Werner Maas und allen anderen Beteiligten und dem ganzen Team hier über Gabi und die andere Inge, und nochmal einen Riesenapplaus schon mal im Vorfeld hier für das Team und auch die ich jetzt nicht genannt habe. Ich kenne noch nicht alle mit Namen.
Aber ich weiß, es geht ja weiter. Erstens mal hier bei Mars ist voll, oder bei Mars selber, aber es geht auch weiter mit das Mars ist voll im nächsten Jahr. So, und Herr Hofacker, der Generalbevollmächtigter und Öffentlichkeitsbeauftragter der Sparkasse, der Vorstand Herr Wagner ist auch da. Und natürlich hier der Fachdienst Kultur in Formation Thomas Thermat habe ich gesehen, Hutmacher Stefan konnte heute nicht und natürlich unser Bürgermeister Herr Dr. Heidinger ist auch da. Und wir haben hart gekämpft, wir haben hart verhandelt, ich habe das mitbekommen und ich sehe das auch nicht als selbstverständlich an, aber ich möchte euch mitteilen, die genannten Hauptsponsoren, dazu gehört natürlich auch noch die Helmich-Gruppe, die ist auch noch dabei. Es geht nächstes Jahr viermal weiter mit Das Maß ist voll, dank diesen Sponsoren, das ist fantastisch, herzlichen Dank. So, jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal ganz kurz, erstmal Herr Wagner, herzlich willkommen, Herr Hofacker noch mal herzlich willkommen. Ich mache das immer von ein bisschen von oben, aber Michael, jetzt musst du es ein bisschen von Weitem sehen. Du bist aber natürlich genauso in dem Verbund mit hinein. Und ich bedanke mich herzlich, Herr Hofacker. Wir haben uns lange intensiv unterhalten. Und ja, ich glaube, Sie haben trotzdem mit dem Vorstand zusammen und auch der Stadt Dienstlaken entschieden, dass es weitergeht. Was waren denn die Beweggründe? Ja, was sind Beweggründe? Wir werden im nächsten Jahr 190 Jahre alt als Sparkasse und wir haben uns immer den modernen Anforderungen versucht anzupassen und sind mit der Zeit gegangen, denn sonst geht man mit der Zeit, hat man uns damals gesagt. Das Maß ist voll, ist eine tolle Veranstaltung. Ich war beim letzten Mal hier, habe mir das selber angesehen und ich muss sagen, die Konzeption und das Konzept passt einfach. Wir haben uns gut unterhalten und ich denke mal, es gibt ja auch noch neue Wege und neue Möglichkeiten. Internet lässt grüßen, Fernsehen, Kamera ist da und. Also im Rahmen der Vermarktung haben wir uns unterhalten gestern, dass noch einiges gemacht werden kann. Natürlich kostet alles viel Geld, das wissen wir, aber wir haben gesagt, das Maß ist voll, klein, fein, aber bezahlbar. Und das ist für mich wesentlich, das ist hier eine kulturelle und Kultveranstaltung. Ich habe gestern noch gesagt, das ist so ähnlich wie Inas Nacht in Hamburg. Ja. Wenn wir das hinkriegen würden, hier nach Dienstlaken, dann wären wir ja zwei, drei Schritte weiter. Aber ich denke mal, Sie sind beharrlich, Herr Donnerwetter. Und das wird irgendwann funktionieren. Ich glaube daran. Ich bedanke mich und das ist ein Applaus wert, dass es weitergeht. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael Heidinger. Bitte. Und der Refrain natürlich wieder volle Kanne, ne? Heute freu ich mich besonders, dass wir jemand haben. Ne kleine große Frau, die haben wir eingeladen. Denn heute auf den Tag, genau vor 9 Jahren, ihr letzter großer Kampf von Halmich Regina. Bom, bom. Alles läuft so wie es soll, das Maß ist voll. Herzlich willkommen, liebe Regina Halmich, gerade aus Karlsruhe gekommen, mit der Bahn und sogar pünktlich, unglaublich. Kommt zu uns nach vorne, wir freuen uns. Schön, dass du da bist. Danke sehr. Sehr gerne. So, genau, Mikrofon, du kennst dich aus, du bist ja auch im Moderatorengeschäft tätig. Hammer, herrlich, ja. Schön, gut. Ein bisschen. Schön. Bist du gut angereist mit der Bahn? Die Deutsche Bahn, die hat mich pünktlich hierher gebracht. Alles gut gelaufen und du hast mich auch abgeholt. Ja, ne? Ja, ja. Am Hauptbahnhof. War natürlich jetzt eine rhetorische Frage, aber Ja, liebe Regina, bevor wir ein bisschen talken, möchte ich ein paar kleine Randbedingungen, oder nicht Randbedingungen, sondern einfach mal Anmerkungen über dich machen. 22. November 1976 in Karlsruhe geboren. Das hättest du jetzt nicht sagen. Ja, das steht im Internet, das kann ich doch. Das ist ja, hör mal, das ist doch, da kann man doch nochmal gratulieren, Melvin, oder? Oder? Okay. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Regina, Happy Birthday to you. Dankeschön, vielen Dank. So, dafür darfst du dir auch ein Freigetränk wünschen. Oh. Ich glaube, alle wissen es, dass du ehemalige Boxsportlerin bist und von 1995 bis 2007 warst du ungeschlagene Weltmeisterin der WIBF, ist das richtig? Eins das ist richtig, der ja. Vielen Box,
was sagt man dazu, Companies, nee, was sind das, Boxställe? Ja, na, viele, es gibt, ne? Ja, Verbände, aber bei den Frauen gab es zu dem Zeitpunkt auch nur einen Verband und ich war bei Universum Box Promotion, also okay. Deutschlands größtem Boxstall. Okay. Ja. Heute vor 9 Jahren, exakt, das wusstest du selber nicht, das hat dir aber meine Agentin gesagt, denn heute vor 9 Jahren war dein Abschiedskampf. Erzähl mal ein bisschen drüber, was hast du da so für Gefühle? Nachher kommen wir noch mal ein bisschen zu deiner Vita, wie du angefangen hast, aber dein letzter Kampf, das war auch Nähe in Karlsruhe? Nein, das war in... Mein Abschiedskampf habe ich in Karlsruhe gemacht. Ich habe gesagt, da habe ich angefangen, in meiner Heimatstadt, und da möchte ich auch meine Karriere beenden. Ja. Und das ist immer sehr schwierig zu sagen als Profisportler, man hört irgendwann auf. Also ich meine, ich war ja noch fit und ich hätte auch noch weiter boxen können, aber irgendwann kommt so der Zeitpunkt. Ich habe alles gewonnen, ich war gesund, fit und habe auch gut verdient, hatte gute Werbeverträge, alles. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss irgendwann Schluss sein. Und das war schon sehr emotional. Mhm. Also ne, wenn man weiß, man geht das letzte Mal in den Ring. Ja, aber ich habe es nie bereut. Also ich sage immer, lieber so ein guter Abgang, dass man sagt, ich habe alles gewonnen und habe es überstanden ohne größere Verletzungen. Das ist dann auch sehr viel wert. Ja, aber jetzt, also du bist nicht in ein Loch gefallen, sondern du hast dich schon überhaupt da vorbereitet. Nicht. Also ich kann sagen, seit meinem Karriereende, ich hatte keine einzige Minute, wo ich sage, Langeweile oder so, im Gegenteil. Dadurch, dass wir es gut vorbereitet haben, bin ich nach wie vor echt auch gut beschäftigt. Ich habe immer noch Sponsoren, ich halte Vorträge, ich kommentiere Boxkämpfe, ich habe jetzt eine eigene Adidas-Box-Kollektion für Frauen, bin immer noch Markenbotschafterin bei einem Fitnessunternehmen, wo ich auch Trainingsprogramme entwickle. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich sage immer, es ist immer das Schönste, wenn man das, was man liebt, wenn man das auch beruflich machen kann, und bin selbstständig, habe also auch gewisse Freiheiten. Ja. Morgen musst du schon wieder, du fährst gleich nach dem Talk, also es gibt noch die Möglichkeit natürlich für Autogramme, ist das richtig? Ja? Das also, ist richtig, ja. Das gibt es natürlich auch, aber sie wird heute noch nach Karlsruhe gefahren, denn morgen musst du wohin? Ja, morgen habe ich auch noch einen ganzen Tag noch ein Fotoshooting, und das gibt eine kurze Nacht, aber wir haben es vereinbart, dass ich da bin, und ist auch überhaupt kein Thema, und es ist sehr schön, ich bin das erste Mal hier in Dienstlagen. Wir freuen uns, okay, das wollte ich dich gerade fragen. Aber hast du ja schon gesagt, also erste Mal hier. Ja. Ja, also nochmal zurückzukommen auf deinen letzten Kampf. Ich hoffe, dass ich das richtig recherchiert habe. Da gab es dann zum Abschluss ein ganz brillantes Geschenk. Stimmte das? Vom Boxpromoter. Ja, das ist richtig. Der Klaus. Hat mir einen brillanten Ring geschenkt. Ja, mit, also mit einem Boxhandschuh und Diamanten. Ja, der kann ruhig mal was springen lassen, oder? Ich meine, ja gut, ich meine, du hast ja auch abgeliefert, oder? Ich habe auch abgeliefert. Du hast auch abgeliefert, das war ja also auch gut. Also ich glaube, für meinen Promoter war ich ein gutes Geschäft. Ja. Ja. Also warst du zur richtigen Zeit, in der richtigen Epoche da, um dann auch dich zu entwickeln, und jetzt scheint es ja auch ein bisschen schwieriger Klar, zu werden. Klar, also ich war halt wirklich, ich habe ja mit meinen ersten Kämpfen, das war ja dann auch 95, das war dann der Boxboom mit Henry Maske, der dann die Quoten geholt hat und hat auch das Boxen salonfähig gemacht. Also der hat schon viel für das Boxen getan. Und dann war noch Axel Schulz und Sven Ottke und war, wie sie alle heißen, und international eben mit Lennox Lewis und Mike Tyson. Und das war einfach, das waren noch tolle Kämpfe, und das vermisst man heute so ein Stück weit. So ein bisschen die Zeit. I know there is no one like you. You left me here, said we'd meet soon. You never planned to do that to me. Melvin Schulz, genannt Manningmann. Regina, letzte Frage, bevor wir den Franjo nach vorne holen. Wie war das jetzt mit Stefan Raab? Wie kam das überhaupt? Ich denke mal, er hat dich angesprochen, ne? Er hat dich herausgefordert, oder? Ja, also das fing eigentlich ganz harmlos an. Also ich habe damals eine Anfrage bekommen von TV Total, ob ich nicht mal in die Sendung kommen möchte. Und habe dann gesagt, ja, gerne, mache ich.
Und Stefan meinte dann in der Sendung, ja, er würde gern so eine kleine Show-Einlage einbauen, dass wir so eine Art Sparring machen, so 1-2 Minuten, ganz kurz. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das können wir gern machen, ich bin ja da für jeden Spaß zu haben. Und dann haben wir so ein bisschen die Schläge angetäuscht und ja, also es war wirklich ganz lustig. Und nach der Sendung hat er zu mir gemeint, weißt du, ich hätte viel härter zuhauen können. Dann habe ich ihn angeguckt und sag, ich auch. Und das muss bei ihm so gearbeitet haben. Ja, so ratter, ratter hat es gearbeitet. Auf jeden Fall schalte ich eine Woche später seine Sendung wieder an. Ja. Und dann ging es los. Er fordert mich heraus. Hat mich also übers Fernsehen hat er mich rausgefordert. Ach so, das hat er öffentlich gemacht. Ich habe das nicht gewusst. Okay. Der hat mich über Wochen, hat er mich übelst beschimpft. Ja, also wirklich, hall mich, ich schlag dich K.O. und hab Mut und was weiß ich. Also es waren wirklich so ein paar Sachen dabei, die er gesagt hat, jeder kennt ihn ja, ne? Niveau null. Also aber letzten Endes, wir haben eine gute Show gemacht und er hat sich auch vorbereitet, aber er hat halt nicht damit gerechnet, dass man beim Boxen reicht's nicht, wenn man sich mal ein paar Wochen vorbereitet, sondern das muss man eben über Jahre lernen. Und war natürlich auch ein Stück weit eine Genugtuung für mich, ja. Weil ich habe ihn dann auch richtig gut getroffen und habe ihm dann die Nase gebrochen, aber es war... Ja. Aber es war nicht schlimm für ihn, weil er ist ein Geschäftsmann und letztendlich, er hat dann über die gebrochene Nase, hat er dann noch eine Sondersendung gemacht. Ja, ist ja klar. Und es war bis heute die höchste Einschaltquote in der Geschichte von ProSieben. Also es hat sich für uns beide gelohnt. Ich habe natürlich jahrelang schon gekämpft und das Sportpublikum kannte mich, aber die breite Öffentlichkeit dann eher nicht. Und am nächsten Tag am Flughafen, ich mache diesen beschissenen Kampf, auf gut Deutsch gesagt, und jeder kennt mich. Ja. Es ist manchmal schon ein bisschen verrückt, aber war auf jeden Fall von der Show, war es wirklich ganz toll, muss ich sagen, klar. Danke, Regina. Das lassen wir jetzt nochmal, dass es nochmal einen Rückkampf gegeben hat. Das war auch so, ne? Gab es nicht noch zwei oder blieb es bei einem? Einen Rückkampf, ich habe ihm die Chance gewährt. Ja, ne? Man muss fair sein. Ja. Ja, aber ich bin auch ehrlich, ja, ProSieben hat mir so viel Geld bezahlt, dann habe ich es gemacht, dann habe ich ihm den Rückkampf gegeben, also ich möchte jetzt nicht lügen und sagen, ich habe es gemacht aus Spaß, sondern natürlich ist es auch immer ein Stück weit finanzielle Absicherung. Ja, selbstverständlich. Also, ne, Stefan Raab, Regina Halmich, einfach Geschäftsleute, ganz klar, und ist auch nicht verwerflich. Super, danke dir, danke dir. Und auf geht's und dann heißen wir unseren zweiten Talkgast. Herzlich willkommen. In Lobeck gibt es einen, ich spreche vom Boxverein. Den gibt es seit Jahrzehnten, den Trainer lade ich ein. Er wollte gar nicht kommen, doch jetzt ist er dabei. Ich freue mich auf ihn riesig. Willkommen, Franjo Tatei. Alles läuft so, wie es soll, das Maß ist voll. Herzlich willkommen, lieber Franjo, schön, dass du da bist. Danke. Also, um euch auch noch mal ein bisschen mehr zu informieren, Franjo ist Boxtrainer beim Box- und Sportverein Dienstlaken e.V., Lobeck fiel ja auch schon. Und seit seiner Jugend bist du dem Sport auch sehr zugeneigt. Ich möchte einfach mal ein bisschen anfangen. Wie bist du zum Boxsport gekommen? Und ich weiß ja, dass wir angefangen haben mit deiner Jugendzeit und wie sich das alles so entwickelt hat. Und es hätte auch in eine völlig andere Richtung gehen können. Vielleicht beginnst du mal einfach, wo du hergekommen bist, denn du bist ja auch nicht in Deutschland geboren, sondern es gab immer mal einen Zeitpunkt, da ging dein Leben von
ehemals Jugoslawien Richtung Deutschland. Ja, ist richtig. Ich bin im tiefsten Jugoslawien geboren, irgendwo zwischen Serbien und Kroatien. Ja, und irgendwann 1974, Ende 74 kam man nach Deutschland. Das war, glaube ich, Ende Oktober. Und Anfang November war ich schon im Boxverein beim VfB Lohreich. Also hat mir unheimlich geholfen auch. Und die Sprache hat man auch schnell erlernt. Ja. Und Boxen, naja, man hat mir gesagt, ich hatte Talent. Ging auch ganz gut und habe bis zum 17. Lebensjahr geboxt und muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ohne zu lügen, auch alle Kämpfe auch gewonnen gehabt. Ja. Da kann man noch nachprüfen. So, aber wir waren stehen geblieben, die Sprache schnell gelernt und alle Kämpfe auch gewonnen, kann man nachprüfen, da sind wir stehen geblieben. Ja, ich habe meinen Pass, also 21 Kämpfe, 21 Siege und man hat gedacht, man ist ein König. Also, so, dass und was war das jetzt für eine Klasse? Ich muss jetzt einfach ganz dumme Fragen. Das ist ganz verschieden. Man steigt praktisch, also ich bin von der 36-Kilo-Klasse. Man kann sich da gar nicht vorstellen. 36 Kilo? Ja. Er ist im Gegensatz zu mir gewachsen. Das war damals Papiergewicht, also dass man hochsteigt. Und zuletzt, glaube ich, in der 52-Kilo-Klasse. Aber die Klassen haben sich inzwischen geändert auch. Also das ändert sich von Jahr zu Jahr. Ja. Und wie ging es dann weiter? Dann warst du 16, 17 oder noch? Ja, 16, 17 und dann hat man ja zum ersten Mal Kontakt mit Leuten gekriegt, die eben nicht so vernünftig waren, wie ich bis dahin war. Ja, und da hat man auch gemerkt, dass man eventuell auch mal zuschlagen kann, was auch passiert ist. Und okay. Irgendwann sind wir irgendwo in der Kneipe oder Bistro, ich glaube, das hieß damals Mickeys Bistro, glaube ich, heute Cappuccino, glaube ich. Okay. Ja, und da waren wir mit mehreren Leuten und waren jung und haben gedacht, wir können machen, was wir wollen. Die Welle also, machen, ja. Welle machen. Und haben uns da geprügelt und ob wir gewonnen haben oder nicht, das ist jetzt auch nicht interessant. Auf jeden Fall, im Endeffekt hat die Polizei gewonnen. Ja, aber gewonnen die Polizei, aber du hast dumm aus dem Gitter geguckt, oder wie war das? Ne? Ja, zur heutigen Zeit hätte ich dafür wahrscheinlich 20 Sozialstunden gekriegt, aber damals habe ich eine Woche Dauerriss gekriegt. Also du warst echt im Knast? Ja. Ja, du warst im Knast, ja? Ja, das war schon für meine Sache hart, also das hat mir wirklich zu denken gegeben, das war nicht schön. Ja. Das will ich, glaube ich, jeder vorstellen, oder? Ja. Aber das war ein Wendepunkt für dich, oder? Das war ein Wendepunkt, da war ich gerade im dritten Lehrjahr eine Ausbildung. Ist egal. Auf jeden Fall war ich im dritten Lehrjahr und hat mir ganz gut getan, eine Woche Zeit gehabt zu lernen und die Prüfung habe ich auch bestanden als Betriebsschloss. Ja. War schon eine Zeit gehabt. Also. Aktiv warst du, du hast also richtig Kämpfe gewonnen, das war aber nach deiner Wendezeit, wo du dementsprechend dann auch gesagt hast, so, also nicht nochmal eine Woche Polizei gewinnen lassen, dann hast du richtig trainiert, Gas gegeben und abgeräumt. Nein, das war Zufall, Schicksal. Ich weiß nicht, wie ich das so benennen soll, aber wo wir uns umziehen, man musste sich da praktisch bis auf die Unterhose entkleiden, wie man das so im Film sieht, und alles abgeben. Und da hat man Sachen gekriegt und angezogen. Und da fragte einer mich ja, was für Hobbys hast du denn? Ja, sag ich Musik und Boxen, so nebenbei nur gesagt. Aber da habe ich ja, glaube ich, schon fast eineinhalb Jahre nicht geboxt gehabt. Ja, und der Kollege hieß Arne Wolters und der war Trainer vom Gerresheim. Und zu damaliger Zeit waren die in der Oberliga. Ja gut, sagt er, in Ordnung. Und um 8 Uhr war Schluss und auf einmal klopft es an der Tür. Der Schließer oder das Schloss ging auf, kommt der Arno rein. Du hast doch mal geboxt. Ja, sag ich, okay, komm runter. Hat der Pratzen rausgeholt und hat mit mir trainiert. Okay, gut, in Ordnung, sagt er. Ja, und 2 Monate später war ich in der Oberliga und relativ erfolgreich und bis zur Bundesliga hinterher auch noch. Bis zur Bundesliga, ja, okay. Und hat auch richtig Spaß gemacht und Freude gehabt und ein bisschen vernünftiger ist man auch geworden danach, also glaube ich. Also ja. Ja, sieht man ja, sonst wärst du nicht bei uns, ne? Also alles nur vernünftige Leute, ist doch herrlich. Nee, du bist nur, genau, Stichwort nur fürs Boxen zuständig, aber war auch so ein Stichwort hier, Frauenboxen, also bei euch im Sportverein. Ist auch Frauenboxen ein Thema und man kann sich dazu treffen. Übrigens, ihr seid von montags bis freitags, immer auf der Teerstraße in Lohberg, stimmt richtig, das? Richtig, ja. Ja. Und speziell gibt es auch für Frauen einen Kurs, da wird geboxt und du bist der einzige Mann, habe ich so verstanden. Ist das ja, was heißt Kurs? Also wir haben ja schon Trainer,
Ja, zum Beispiel unser Dr. Alex auch, also der auch selber einen Kampf gemacht hat, überhaupt, um zu sehen, wie das überhaupt im Ring ist, weil sonst kann man keinen Trainer machen, man muss sich da überhaupt erstmal reinfühlen, da kann sich kein Mensch vorstellen, wie einsam man im Ring ist, also... Und wie lange 3 Minuten sein können, ne? Oder sind das 3 Minuten? Können, also. Bei Frauen und Männern ist das anders? Also im Profibereich, ja. Im Profibereich sind es bei Frauen 2 Minuten, bei den Männern 3. Mhm. Und Amateur ist auch gleich? Ja, dasselbe, 3x3 Minuten, ja. Aber das ist so intensiv, also da wird praktisch nur geschlagen. Also ich schätze sogar Amateurboxen stärker ein, die 3 Runden, als bei den Profis 5 oder 6 Runden. Aber da wollen wir mal nicht verhören. Also ich muss auch sagen, ich habe ja immer im Training, wir haben auch immer 3-Minuten-Runden gemacht. Und wenn wir dann auf 2 Minuten runtergegangen sind, die Schlagfrequenz, die war noch viel höher. Also viel höher ist richtig, ich finde es viel intensiver, ja. Mhm. Also, wir machen das nach dem Talk machen wir das mal, also nicht jetzt heute am Talk, aber ich verspreche dir, ich möchte gerne, und das ist der Abschluss jetzt erstmal für den ersten Teil bei dir, ich möchte nämlich gerne mal ein paar Funde loswerden und nicht nur 3 Pizzen in den Ofen schieben und dann Kalorien verbrennen. Also, ist es wirklich so, dass man mit Boxen abnehmen kann? Ja, selbstverständlich. Ja? Alleine schon, wenn man mit Angst dahin kommt. Mit Angst. Mit Angst dahin kommt. Also allein schon, die Angst nimmt einen schon mal so 500 Gramm oder so. Nein, die ganze Angelegenheit mit Technik, Taktik, Koordination zu tun und die ganzen Bewegungsabläufe. Also am nächsten Tag merkst du überhaupt, dass du wusstest gar nicht, dass du überhaupt Muskeln hast am bestimmten Stellen. Da spürst du Muskeln, dann würdest du gar nie glauben, dass du welche hast. Was hast. Okay. Kann man durch Boxen auch einen Schleimbeutel wegtrainieren? Nee, da müsste man eigentlich, glaube ich, doch zum Arzt gehen. Okay. Franjo Tatei, schön, dass du bei uns bist. Herrlich, ja. Insider, hau rein. Achso, das wäre. So, mach dich bereit, Tobias. Wunder mich, dass ich dich gar nicht sehe. Auch gibt es wieder heute ein echt großes Talent. Der eine oder andere ihn von der Bühne kennt. Der Tobi, der studiert in Duisburg, Essen dort. Doch heute gibt's den Reinhardt mit Poetry Live vor Ort. Alles läuft so, wie es soll. Das Maß ist voll. Der kleine Tobias, bitte auf der Bühne abzuholen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Diese typisch doofe Frage, also guck mal, wir sind ja alle meistens so, die sind über 40, die Leute, gut, ich jetzt noch nicht, aber, ja, okay. Ja, das ist hier die Nase, ne? Was ist denn, wie übersetzt man denn Poetry Slam? Verdammt nochmal. Ach, das übersetzt man am besten gar nicht. Nein. Ja, das ist ein literarischer Dichterwettstreit, sagen mal sehr viele Leute. Und dann gucken Leute auf die Bühne mal sehr mit Fragezeichen im Gesicht und dann muss man es nochmal erklären. Stellen Sie sich einfach vor, da stehen Menschen auf der Bühne mit selbstgeschriebenen Texten, ja, die einfach alles beinhalten können und eigentlich gibt es nur eine Regel dabei, es muss selbstgeschrieben sein. Okay. Und es darf nur irgendwie maximum 6 Minuten sein. Es gibt halt auf den meisten Bühnen halt die Regel, dass es halt maximal 6 Minuten lang sein darf. Man muss es nicht ganz ausfüllen, aber wäre schon schön. Und Thema ist egal. Ich kann über alles reden. Also ich über alles texten und vorlesen. Du kannst sogar deinen Einkaufszettel vorlesen, wenn du möchtest. Ah, ob das Publikum das gut findet, ist eine andere Frage. Okay, also Pronouncement muss dann schon stimmen. Okay. Hier ist er, Poetry Slammer Tobias Reinhardt und deine Performance. Ja, danke schön. Ich stelle mal kurz mein Mikro ein, Moment. Ja, also. Ja, schönen guten Abend, Dienstlaken. Normalerweise mache ich jetzt am Anfang auf der Bühne meinen Witz mit, ach, ich komme aus Dienstlaken, das kennt eh keiner, aber das lasse ich jetzt. Ich merke dann auch immer an, dass unsere letzte Attraktion jetzt auch weggezogen ist nach Amerika. Also der Pendler. Dann ist eh vorbei auf der Bühne und dann buhen sie schon rum. Nein, alles in Ordnung. Sie finden mich. Keine drinnen, keine Chance, keine Hoffnung. Sie sind gekommen, um mich zu holen. Ich höre ihre Schritte. Wie sagte Gandalf immer, flieht ihr Narren. Ich habe nicht auf Gandalf gehört. Onkel Tobi. Diese Stimmen, dieses Geplärre. Ich kaue mich am Wandschrank zusammen. Die Schritte kommen näher, sie stoppen. Kratzen an der Tür. Ich schrecke auf, die Tür öffnet sich mit einem Knarzen und dann grelles Licht tritt hinein und blendet mich. Ich sehe es nicht, doch ich höre es.
Wir haben dich gefunden. Ich bin verloren. Zeitsprung. Ein paar Tage vorher. Heute beginnt mein Praktikum im örtlichen Kindergarten. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich darauf eingelassen habe. Sieht halt gut im Lebenslauf aus und darauf kommt's an. Soft Skills, immer gern gesehen, aber Kinder. Kinder. Blagen, Belger, Zwerge, Urquell allen Übels. Kinder sind mir suspekt, ich mag die nicht. Da ist nichts Gutes dran. Okay, aerodynamisch und von der Körpergröße her prima Wurfgeschosse, aber man kommt die ja nie einzeln zu fassen. Die halten sich zum Großteil nur im Rudel auf. Rennen um dich herum, schreien, lachen und verwirren einen. Das ist wie mit diesen Schwarmfischen. Wenn die loslegen, sieht so ein Hai aber mal kein Land mehr, aber sowas von nicht. Nur die hier haben die Technik an Land perfektioniert. Rennen, brüllen, stoßen dich, bis du umkippst und dann wird Onkel Tobi ordentlich als Hüftbuck missbraucht. Na toll. Aber ich sollte unvoreingenommen anfangen. Aber wie denn, wenn man der Wolfsgruppe zugeordnet wird? Zur Erklärung, im großen Sektenzirkel der Kindergärten Deutschlands wird jedes Bataillon Kinder in eine entsprechende Gruppierung gedrängt. Bärengruppe, Schildkrötengruppe und nicht zu vergessen die überaus gefährliche Gänseblümchengruppe. Wir Deutschen haben einfach was über für Gruppenbildung. Kennenlernrunde. Ich stelle mich allen als Tobi vor. Hallo? Und die kleinen Wesen schauen mich mit großen Augen ohne eine Miene zu verziehen an. Lange. Ich habe mal gehört, Kinder spüren deine Furcht und riechen deinen Angstschweiß. Und ich möchte weg. Weit weg. Dann aber erfahre ich, dass die Kinder solch wunderbare Namen tragen wie Joanna Alexander, Chantal Cindy, Benjamin Ernesto und Peter. Arme Wesen. Arme Wesen, sie könnten einem fast leid tun, aber nur fast. Schon früher habe ich etwas beobachtet. Es gibt scheinbar ein Klassensystem unter den Kindern. Die schlimmsten sind die Special Forces Kinder. Die tauchen urplötzlich auf, schmeißen sich an deine Beine, lassen nie mehr los. Stolpergefahr inklusive. Die Sirene heult auf Knopfdruck los, der Stinker benötigt keine Erklärung. Und vor dem seit 3 Stunden lethargisch am Schmusetuch Nuckelkind habe ich am meisten Angst. Der ist unberechenbar mit seinem leeren Blick. Malstunde. Der Praktikant hat die Anweisung, mit den kleinen Terroristen Bilder mit Fingerfarben zu malen. Er dient nun seit über 1,5 Stunden den beiden Blagen Kevin und Svenja als lebendiges Kunstwerk. Mein Gesicht ist blau, neongelbe Farbe läuft mir in die Hose und meine Schuhe wurden im modischen Rotz grün bepinselt. Ich würde mich am liebsten der Schrei nennen. Da mein Mund aber von der 3 Meter dicken Farbschicht zugeklebt ist, heiße ich ab sofort nur noch Praktikant im modisch desorientierten Farbverlauf oder wie die Kinder mich nennen, Bah! Essenszeit. Die Raubtierfütterung würde wohl besser passen. Die Kinder nehmen auf den Miniaturmöbeln von Ikea Platz. Von oben werfen nun Pfleger rohes Fleisch ins Gehege und eine Ziege wird mit einem Seil hinabgelassen. Die hungrige Meute reißt das arme Tier in Stück und verspeist unter lautem Gegrunze. Also zumindest in meinem Kopf. Es gab dann doch nur Chicken Nuggets und Salat. Trotzdem wird dieses Festmahl unter hörbarem Schmatzen, Schreien und mit Fingerfarbenhänden vernichtet. Ehrfürchtig nuckel ich an meinem orangen Tetrapack. Ich bin nicht das Alpha-Tier hier. Notiz in eigener Sache. Kinder sind gruselig. Die gucken einmal mit diesem Blick an. Ich mal jetzt ein Bild von einer Giraffe und dann steche ich dich ab, du Sau. Das kann man beobachten. Lesestunde. Ich lebe noch. Uwe Alexandro soll eine Geschichte vorgelesen werden. Ich schlage ihm Kafka Der Prozess vor. Er hingegen bevorzugt Benjamin Blümchen, der Bananendieb. Ich erkläre ihm, die Grundthematik ist jetzt nicht so weit auseinander, da könnten wir lieber Kafka lesen. Aber er wirft sich nur auf den Boden, strampelt mit den Beinen und schreit laut dabei. Und ich kapituliere einfach, er hat die bessere Diskussionsgrundlage. Aber wen es interessiert, es war übrigens der Affe, der die Bananen gestohlen hat. Draußenzeit. Die Raubtiere werden ins Freiluftgehege geführt. Ich soll mit ihnen spielen und komme erneut wie eine Köderziege vor, nur dass kein Seil um mich gebunden ist. So jagt mich das Wolfsrudel durch ihr Gehege und hat sichtlich Spaß dabei. Noch kann ich ihnen kommen, doch irgendwann vergesse ich für einen kleinen Augenblick, dass ich ja 2 Meter groß bin und hänge plötzlich im Klettergerüst fest. Die Kinder finden das lustig, ich nicht. Einschub. Überlebenden Tagebuch, Eintrag 24. Ich hänge immer noch in meinem Holzgefängnis fest und werde von einem Kind mit dem Namen Pierre Alexander täglich mit Sandkuchen gefüttert. An guten Tagen gibt's dazu Matschplätzchen und Gänseblümchensalat. Und über die schlechten Tage möchte ich nicht reden. Ich vermisse mein altes Leben. Vor allem spüre ich langsam meine Beine nicht mehr. Feierabend.
Die Kinder, der Tag neigt sich dem Ende. Die kleinen Monster gehen nach Hause und ich lebe scheinbar noch. Ich sitze völlig fertig auf einer Brücke neben dem Kindergarten und trinke ein Bier. Plötzlich setzt sich mein Vorgesetzter Andreas nämlich und lächelt. Tobi, weißt du? Also der Job, der kann echt so anstrengend sein. Aber die Kinder, die schenken einem doch so viel Liebe und Wärme. Dann nimmt man doch sowas gerne in Kauf, Tobi. Oder? Oder? Bis heute weiß niemand, wie Andreas einfach so die Brücke hinuntergefallen ist. Tobias Reinhardt. Herzlichen Dank. Fantastisch. Auch einer der Projekte sind im sozialen Bereich. Mir fällt jetzt erst nur was ein. Vier Pfoten, aber da sind noch mehrere Sachen. Ne? Das ist richtig. Also vier Pfoten, klar. Ich bin sehr, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein sehr tierlieber Mensch. Und ja, das ist so eine Leidenschaft von mir. Und ansonsten, klar, ich bin fürs Deutsche Kinderhilfswerk bin ich noch tätig. Und jetzt auch für Laureus, für den Weißen Ring. Ja, das ist selbstverständlich. Also wenn ich da eine Anfrage habe, klar, ich kann nicht immer alles bedienen, aber wenn es ein soziales Engagement ist und das passt irgendwie rein, dann mache ich das immer sehr gerne. Ich selbst habe viel Glück gehabt. Und da muss man auch mal was zurückgeben. Also das ist absolut in Ordnung. Regina, herzlichen Dank. Regina Heilmich, hier Dankeschön. Heute bei uns in Dienstlaken zum ersten Mal und hoffentlich nicht zum letzten. Also, du bist herzlich eingeladen, wenn du mal wieder in unsere Richtung kommst, dann, du hast ja ein paar Kontakte mittlerweile, sprich uns an und dann können wir auch mal vielleicht in Ruhe ein Gläschen Wein zu den Dingen, wo du nicht gekommen bist. Zwei Bier habe ich schon weggekippt. Ja, also passt schon. No, herzlichen Dank. Aber zum Abschluss würde ich doch mal gerne, wenn es euch recht ist, noch mal eine kurze Frage an den Franjo und vielleicht auch noch mal an Tobias was stellen. Für Interessierte, wir sind... Und da müssen wir leider jetzt auch das Zeitfenster ein bisschen betrachten. Ich hätte gerne noch mit dir über deine ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten gesprochen. Ich kürze das einfach mal ab. Also Franjo hat sehr, sehr viele junge Leute mit deinen anderen Trainern in der Klammer. Sie werden betreut. Die Jungs haben einfach keine Zeit, Blödsinn zu machen. Sie werden abgelenkt. Sie werden dadurch auch noch sportlich gestellt, kommen von der Straße. Und das macht er seit Jahrzehnten schon. Und wer da vielleicht mal Interesse hat oder auch Leute kennt, wo man sagt, Mensch, der eine oder andere in der Familie, mein Junge, mein Mädchen, die gleiten so ein bisschen irgendwie beiseite. Wie kann man das einfangen? Sprecht ihn an. Sie sind auch mit Kinderschutzbund zusammen, haben viele andere Tätigkeiten und ich glaube, ich darf das so unabgesprochen sagen, wenn Interesse ist, euer Verein braucht da gerne noch oder Zugang ist willkommen. Ist das richtig? Ja, wer kommen will, kann kommen. Das ist kein Problem. Genau. Wir müssen aber selber kommen. Ja, ist klar. Also, gerne ansprechen. Franjo Tatei, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns riesig gefreut. Diese Lücke nutzen, um natürlich nicht nur meinen oder unseren Sponsoren herzlichen Dank zu sagen, wie der Stadt Dienstlaken Kulturamt oder dem Bürgermeister Michael Heidinger und der Niederrheinischen Sparkasse oder auch der Helmich-Gruppe, sondern es waren auch hier heute Abend beteiligt sehr, sehr viele Leute. Zum Beispiel auch hier die neuen Pächter möchten wir nochmal ganz herzlich begrüßen und einen riesengroßen Dank und auch an das ganze Team sagen, an Axel Wolf, an Gerd Goch und an Ludger. Neue Unterstützung durch Hans Becker, die Prominenten fahren. Fantastisch. Optik Bierfelder. Ihr dürft klatschen zwischendurch, nicht? Agentur Goldenhaus. Ja? Beim letzten Mal habe ich gesagt, der versorgt uns immer hier, Optik Bierfelder, weil der macht ja immer die Spenden für Kids Vision. Und dann guckt dich und sagt, den sehe ich gar nicht. War eine super Werbung für seine Brille, ne? Ne? Agentur Goldenhaus, habe ich gesagt. Immobilien im Quadrat. Machen die schönen Plakate. Weinrestaurant. Dankeschön für den Salat natürlich auch. Club 100. Ja. Den hat sie gegessen, genau, ja. Ja, wir sind nachher noch eingeladen. Friseur Schürmann macht uns die Haare schön. Neutor-Galerie, auch da sind immer die Leute dabei, die uns auch werbetechnisch unterstützen. Und natürlich auch einen riesengroßen Dank an Melvin, ja, Melvin, unser Pianist. Ja. Licht und Ton, Christoph Hilgert und hier Marius Schüssel heute Abend. Guido Glowacki, heute unser Fotograf. Kamera und Video, Kai Daubermann. Da kommt noch was im nächsten Jahr, das wissen wir. So, und das ganze Team um Gabi, Inge, Marlies und ich weiß nicht, wen ich noch vergessen habe. Ich hoffe, wenn ich jemanden vergessen habe, bitte melden.
Es ist nicht selbstverständlich, alles läuft nicht von alleine. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die nächsten Termine in 2017. Noch kleine Geschenke hier. Bitte Axel nach vorne. Dann können noch Autogramme verteilt werden. Das ist dein Applaus. Tobias Reinhardt, schön, dass du da warst. Franjo Tatei, schön, dass du da warst. Und ein herzliches Dankeschön an Regina Halmich. Danke, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ja, die Show ist aus, der Talk vorbei, aber wir können hier noch gerne zusammenkommen und bleiben. Ja, und wer mag, noch gerne Autogramme. Genau, und das ist hier vom Hause. Wir haben dir noch einen kleinen Schlürschluck für nach Hause gebracht. Schau mal. Ne? Ein kleiner Schlürschluck. Mal gut, dass du mit dem Taxi bist. Ne? Sehr gerne. Sehr gerne. I know there is no one like you. You left me here, said we'd meet soon. You never planned to do that to me. As I noticed just how close you are, I measured. We went too far, no one knows. Ja, Kinder, es geht weiter. Nächstes Jahr viermal, 2017. Das Maß ist voll. Es war ein total schöner Abend mit Regina Halmich. Es hat riesen Spaß gemacht und ich hatte den Eindruck, den Zuschauern auch. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Und ja, jetzt nochmal so schöne Weihnachtsgrüße, ne? Von Roland Donner an euch. Macht's gut.